Ja, moin meine lieben Omsi-Freunde. Naja, spielen heute kein Omsi, wir spielen Landwirtschaftssimulator. Wir sind hier auf der Bandicoot-Map und wir fahren heute mal mit diesem schönen, wie hieß er, Steier. Und ja, wollen wir auch gleich los fahren. Wir machen heute ein bisschen Feldarbeit. Wir dreschen heute ein Feld. Da holen wir jetzt einmal den Dings ab. Mal hier rum. Wir holen dann einmal einen Anhänger ab von Dings. Und ja, erste Folge heute Landwirtschaftssimulator. Und ja. Schon zum Dings einmal hier rum. Kommt keiner, glaube ich, hoffentlich. Ja, so lange keine Folge mehr gekommen, also sprich Landwirtschaftssimulator und so, ja. Sprich Omsi, meinte ich, ja. Ich hatte halt noch keine Zeit, so, ja. Fahren hier mit den schönen Steier. Dann können wir auch das da mal hoch. Das geht hier. Ne, geht glaube ich nicht. Und das. Ja. Alles mal hoch hier, die Fronthydraulik. Hoch. Oh, hier, wir machen dieses Feld und da kommt der Helfer schon nicht rum. Weil da wieder ein Baum ist. Steigen wir doch mal schnell. Ah, wo rollt unser Traktor? Er rollt einmal hier gegen. Ah, das macht er. Einmal zurückfahren. Einmal hier über das Auto. Das Auto fährt einfach. Ja, hier ist auch ein bisschen eng. Komme ich ja sogar noch nicht mal rum. Warte, wir gucken jetzt den Helfer einmal zu, ob das jetzt geht alles. Ich hoffe. Ne, da hinten wird doch wieder schwer. Aber ja. Ja. Da hinten würde er doch wieder nicht rumkommen. Aber ich zumindest. Hier der Baum wird ihn wieder zu schaffen machen. Bleiben wir doch noch mal kurz hier. Ich trinke einmal was, bevor wir den Dings abholen. Das sieht dann immer noch aus, oder? Jo, er fährt dagegen. Einmal schnell. Und jetzt holen wir das schnell ab. Ja. Unser schöner Steier hier. Ich mag diesen Traktor. Er ist voll cool. Und die Map fand ich auch noch dazu. Und unser Hund, der bellt mal wieder. Der ist auch nicht mehr ganz echt. Ja, meine Videos werden nicht geschnitten, also nicht denken, dass ich irgendwie rumschneide.
Aber ja, wir müssen hier rum, linke an. Ah, der Verkaufshandel ist ein bisschen weit hinten. Ich weiß. Ja. Nein. Ich hoffe, der hat jetzt noch auf. Mal auf. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Das ist schon ein bisschen viel. Ah, fahr zurück, fahr zurück. Ja, der dreht immer durch. Zu viel PS. Ah. Ich fahr aber dagegen. Mal was trinken, bevor er und ich fahre hier mal wieder mit Tastatur. Oh, Steuerung geht ja nicht. Eilen, bevor er wieder gegen Baum fährt. Ja, kleine Traktor und irgendwas machen. Hat er sich schon irgendwo wieder aufgehangen? Ich weiß ja nicht, wie es da hinten aussieht. Mal hier raum und mal hingucken, eilen wieder mal hin. Naja, wir fahren jetzt auch selbst den hier. Ach komm, wir switchen uns einmal durch. Ah, wir müssen abtanken, hab ich grad gesehen. Oder? So, Helfer raus. Rückwärts. Ist der hier jetzt ohne Dings durchgefahren? Ja, warum geht ohne ich? Jetzt. Wo ist denn der lang? Okay. Jetzt fahren wir. Wie mit den großen. Ja, ich fahre lieber in Perspektive, Leute. Also, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier draus Ballen pressen oder nicht. Mal gucken. Gut, dann lassen wir das hier mal drin. Einmal so drehen. Mal schnell zu den Steuer wechseln. Und den anschmeißen. Wenn er dann will. Tür auf kurz. Oh, Mann. Ich dachte, jetzt habe ich mich hier festgefahren.
schnell zu denen eilen, wenn ich hier nicht feststecke. Na, no, der wackelt, ich weiß auch nicht warum. So, es war noch nicht mal die Hälfte von so einem großen. Den hier lassen wir hier, fahren damit auch gleich weiter. Ja, ist wirklich ein ganz cooler hier, den großen hier, wenn man den wirklich als echt sieht, das wäre geil. Nein, cool. Geil ist ja so ein Wort, ne? Ja, ich hoffe, euch gefällt Landwirtschaftssimulator. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Bin offen, wenn ihr euch das nicht wünscht oder so. Schreibt es doch bitte in die Kommentare, wenn ihr lassen willst. Und ja, oder wir machen es und machen es dann aber nicht so oft. Ja, das ist euch dann überlassen. Mich würde es freuen, wenn ich Landwirtschaftssimulator spielen könnte mit euch. Vielleicht auch mit euch. Schreibt es in die Kommentare. Ja, Case ist das hier. Ja, Case ist ja in Amerika ganz schön beliebt. Aber hier sind es auch voll große Felder. Ja, so kriegt man das alles schon hin mit den großen. Und ja, deswegen ist das hier, glaube ich, auch das Startfahrzeug. In der nächsten Folge werden wir hier draus Ballen pressen. Ja. Ich hoffe, euch bringt das Spaß, Ballen zu pressen mit mir. Wir tanken, glaube ich, hier mal ab. Oder wie viel haben wir? Ja. Wir tanken hier, glaube ich, schon ab, weil wir hier gerade den haben. Das lohnt sich dann. Brauchen wir nicht sofort abtanken, wenn wir voll sind. Also können wir schon ein paar Bahnen weiterfahren. Ist er auch fast da.
Passt. Sieht man den? Nö. Aber hier, das ist ganz gut animiert. Burner, jetzt gehen sie weg. Ja. Was macht der hier? Ich bin ja ein bisschen gefahren. So, zurück und weiter geht's. Hier würde der Helfer auch dann wieder irgendwo ranhängen bleiben. Gut, dass wir so gute Jungs sind und nachdenken, dass wir dann fahren. Der hat dann hier eine Kurve gemacht. Und die lassen wir, glaube ich, ein bisschen aus. Wir fahren direkt so. Oh, da habe ich ein bisschen gelassen, aber egal. Das juckt uns nicht. Jedenfalls, wir werden dann auch noch hier die Kühe füttern und so. Also Kühe habe ich bis jetzt noch nicht gekauft, weil ich dann noch ein bisschen Heu und so alles brauche. Aber danach will ich dann um die 100 Tiere so. Also, oder 50. Kühe, sagt 100 Kühe so bis zu 50 bis 100 Tiere dann haben und ja, und mir dann ganz viel Spaß bringen mit euch dann Let's Plays zu machen darüber, ja. So ein großes Feld mit so einem großen Meer, das bringt schon Spaß. Das mit so einem kleinen Krüppelding da zu fahren. Ich will ja nicht sagen Krüppelding. Ja. Dann würde ich auch noch Gülle fahren und so alles mit euch. Ja, das würde mir dann ganz viel Spaß. Dann schreibt es doch mit bitte in die Kommentare. Ich sag, wollte schon sagen, Infobox. Ja, das würde mich freuen. Ja, fahr zurück. Genau, in den Wald, genau. Einmal aufs Tablet gucken. Und da sehe ich, ziehe ich schon wieder weit zurück, wenn ich da drauf gucke. Bisschen hier noch rüber. Die FPS-Zahl geht auch 30, 31 und so. Naja, wir werden heute nicht alles schaffen. Aber dann im nächsten Teil von der Bandicoot-Map hier so kommen.
wir sind gleich wieder voll. Aber da hinten sind, glaube ich, sind wir ganz voll, oder? Naja, mal gucken. Dann tanken wir noch mal schnell ab. Diesmal fahren wir mit und wo die Schätzelein zum Dings. Und ja. Wie gesagt, ihr könnt euch auch Spiele wünschen, was ich jetzt planen soll. Und ja. Muss ja nicht gerade Landwirtschaftssimulator sein oder so. Oh, jetzt ist schon voll. Ja, dann machen wir gleich weiter. Da kommen wir, glaube ich, nicht rum, oder? Naja, ein bisschen gerammt. Machen wir mal hier voll. Mal wieder wackeln, also das ist schon schlimm. Ja, und weiter geht's. Halt nur mähen heute. Ich glaube, wir drehen jetzt die Kurve und fahren einmal um das Feld hier. Einmal hier so. Und ja. Und wir fahren jetzt einmal hier so rum. Drehen hier einmal die Kurve. Dann haben wir schon mal was geschafft. Mal durchs Feld. So bringt die Landarbeit auch was. Einfach mal durchs Feld. Ja, und ich werde dieses Feld dann alleine weitermachen morgen, damit wir dann das nächste Mal pressen können. Und ja. Der jetzt schon wieder steigt. Ist aber ganz gut animiert hier. Boah, das ist mal voll, scheiße. Das geht schnell. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, mit denen hier zu fahren. Wer das dann das Feld ganz alleine machen. Nochmal. Und ja, pressen tun wir dann morgen. Auf jeden Fall. Und ja. Wir kommen so ein bisschen da drauf wieder. Ich glaube, wir machen noch eine Bahn und dann ist Schluss für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ja.
So sieht das dann gut aus. Bis zum Anschlag. Halt hier das hin rüber hin. Schade, hätte ich ein bisschen weiter hier. Wäre das schon gut. Auf jeden Fall haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Naja, 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bahnen alleine hier auf dem großen Feld. Ohne Helfer. Ja. Ist auf jeden Fall viel Arbeit. Oder wir machen, wenn der voll ist, Schluss. Sag ich jetzt schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, naja, und schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr weitermachen wollt damit. Ob ich weitermachen soll damit. Und ja, ihr könnt ja jetzt hier nochmal einen Augenblick zugucken. Und tschüss und bitte abonnieren.